der die Anfangsphase des Gefechts bestimmt hat. Der dank der härteren Hände aber jetzt auf dem Boden liegt. Was für ein krachender Knockout! 10 Sekunden vor dem Ende! Den Niederschlag in der 12. und letzten Runde. Ein ganz großes Turnier entwickeln und es gibt jetzt schon neben Arthur Abraham einen Gewinner. Das ist das Boxen. Wir freuen uns auf weitere solche hochdramatischen Duelle, dass es so spannend wird und dass es so spektakulär endet. Das hat alle Erwartungen deutlich übertroffen. Gegner spektakuläre Sprüche gemacht, aber ob er so finishen wird, da sind wir gespannt. Arthur Abraham ist eine Marke nicht nur in Deutschland, sondern auch im Weltboxen in dieser Kampf. Er hat ja